Das ist unser Renault Zoe, ein Carsharing-Fahrzeug von der Gemeinde Hart bei Graz, das Sie buchen können. Um den Renault Zoe in Betrieb zu nehmen, benötigen Sie eine Keycard. Diese Keycard erhalten Sie im Gemeindeamt Hart bei Graz. Weiters ist ein Online-Zugang zu einer Buchungsplattform notwendig, über die Sie dieses Fahrzeug für einen gewissen Zeitraum reservieren können. Mit der TIM Keycard können Sie das Auto hier aufsperren. Um das Auto von der Ladestation abzuhängen, benötigen Sie diesen Knopf hier links unter dem Lenkrad, den Sie kurz drücken. Dieser entriegelt die Halterung am Auto. Das ist der blaue Teil, den Sie hier bitte abstecken. Sowie auch an der Zapfsäule die schwarze Seite. Das Kabel packen wir jetzt in unseren Kofferraum. Nach dem Abstecken denken Sie bitte daran, die Ladebuchse zu schließen. Passen Sie nun Ihren Sitz Ihrer Körpergröße an und adjustieren Sie die Spiegel für Ihre Sicherheit. Um das Fahrzeug in Betrieb zu nehmen und zu starten, finden Sie rechts unterhalb vom Lenkrad den Start-Stopp-Knopf, den Sie bitte mit einem Druck betätigen und das Auto geht in Betrieb. Für Ihren persönlichen Komfort gibt es in diesem Auto noch einen Bordcomputer. Mit diesem können Sie ein Navigationsgerät einstellen, Radio hören und auch für längere Fahrten Ihr Telefon hinterlegen. Wir möchten Sie auch darüber informieren, dass es sich beim Zoe um ein Automatikauto handelt. Sehen Sie am Display, Parken ist eingestellt. Drücken Sie mit dem rechten Fuß bitte das Bremspedal und schalten Sie mit von unten gedrücktem Knopf auf rückwärts, wenn Sie ausparken wollen, in späterer Folge auch auf Drive. N steht für neutral, das bedeutet, Sie hätten jetzt einen Leerlauf. Jetzt mache ich noch eine kleine Probefahrt und wenn ich zurückkomme, zeige ich Ihnen, wie Sie das Auto wieder richtig verlassen. Wenn Sie zurückkommen, parken Sie bitte das Fahrzeug an die gekennzeichnete Parkposition. Und zum Anstecken des Ladekabels erneut drücken wir diesen Knopf, um die Buchse von zu öffnen. Aus dem Kofferraum entnehmen wir unser mitgenommenes Ladekabel. Für den Ladevorgang stecken Sie zuerst das blaue Teil in den Zoe und gehen Sie dann zur Säule, um den schwarzen Teil des Ladekabels anzustecken. Wichtig ist es auch noch, für den nächsten das Auto in geladenem Zustand zu hinterlassen. Hierzu halten Sie bitte Ihre TIM-Karte noch einmal zur Zapfsäule und laden das Auto in dieser Art auf. Bevor Sie nun das Auto verlassen, vergewissern Sie sich, dass Sie auch keine persönlichen Gegenstände im Autoinneren vergessen und versperren Sie das Fahrzeug wieder mit Ihrer Keycard.